Wie sieht es mit der Verhältnismäßigkeit aus? Im Gesetz steht, man darf sich verhältnismäßig verteidigen. Das bedeutet, wenn jemand anders mich angreift mit seinem eigenen Körper, diese ist in, ich sag mal, hat ähnliche Erfahrung wie ich, hat ähnliche körperliche Statur wie ich, dann darf ich mich natürlich auch nur mit meinem eigenen Körper wehren und keine Waffen rausholen, denjenigen mit einem Stock verprügeln oder einem Messer oder noch schlimmere Sachen. Dies bedeutet, das muss verhältnismäßig sein. Wir nehmen mal ein paar Beispiele durch. Punkt 1, Angreifer ist so groß wie ich, Angreifer hat ähnliche Erfahrung, ist also kein Kampfsportler oder ähnliches, dann verteidige ich mich natürlich mit meinen Armen und meinen Beinen, also mit meinem eigenen Körper. Ist der Angreifer unterlegen, ja, der ist viel kleiner, viel schwächer als ich, ich weiß, der hat keine Erfahrung im Kampfsport oder ähnlichem, oder Krav Maga, dann muss ich eventuell gar nicht zuschlagen, dann reicht eventuell Wegstoßen, dann reicht eventuell die Educational Block, dann reicht eventuell ein Takedown oder ähnliches, um den Angreifer einfach loszuwerden, wenn er mir nicht so gefährlich werden kann. In umgekehrter Richtung ist der Angreifer mir überlegen, größer, schwerer, erfahrener, ich weiß, dass er vielleicht irgendein Profikämpfer ist, dann ist die Verhältnismäßigkeit natürlich eine ganz andere. Ne? Wenn ich von vornherein weiß, ich kann mich gegen diese Person eigentlich, ich habe schlechte Chancen, mich zu wehren, dann kann ich natürlich gegebenenfalls auch einen Stock nehmen, Gegenstände nutzen, um mich zu verteidigen und so weiter und so fort. Eine andere Situation, die sehr oft in der Realität vorkommt, sind mehrere Angreifer. Ne? Wenn ich mehrere Angreifer habe, sind die durchaus überlegen, zahlenmäßig. Und in solchen Situationen kann ich auch gegebenenfalls Gegenstände nutzen, um mich gegen diese Person zu verteidigen. Oder die sind bewaffnet. Und dann kann ich natürlich, wenn jemand mit einem Messer auf mich zukommt, auch mit einem Stock oder einem Stuhl zuschlagen, um mich zu wehren. Yeah!